Ein griechisches Märchen mit dem Titel Das Märchen von den 12 Monaten. Es war einmal eine alte Frau, die war so arm, dass sie selbst im strengsten Winter kein Holz und keine Kohle kaufen konnte, um ihr kleines Häuschen zu heizen. An besonders kalten Tagen stieg sie hinauf in den Bergwald und sammelte dürres Laub in einem Sack, um damit ihre Stube ein wenig zu wärmen. Als sie einmal gerade wieder vom Laubsammeln zurückkam, sah sie in einer kleinen Höhle, in der sie sich sonst immer ausgeruht hatte, einen hellen Schein. Sie ging hinein und sah darin 12 schöne junge Männer sitzen. Seid gegrüßt, sagte die alte Frau freundlich. Grüß Gott, Mütterchen, antworteten die 12 Männer. Heute ist es ja schrecklich kalt. Ach, so schlimm ist es auch wieder nicht, meinte die alte Frau. Es ist eben Winter, da muss es doch kalt sein. Die jungen Männer sahen sich bedeutungsvoll an, sagten jedoch nichts dazu. Magst du denn die Kälte lieber als die Hitze? Fragte einer der 12 Jünglinge. Nein, meinte das Mütterchen, mir ist eigentlich alles recht. Da strahlten sich die 12 Männer an und wollten wissen: Du findest also keinen Monat schlecht, Mütterchen? Nein, sagte die Alte, ich finde, dass jeder Monat auf seine Art schön ist. So, jetzt muss ich aber wieder nach Hause. Sie stand auf und die 12 Männer halfen ihr, den Sack auf den Rücken zu heben. Wie sie aber zu Hause ankam und den Sack öffnete, was sah sie darin? Lauter Goldstücke. Von da an lebte sie glücklich und ohne Sorgen. Im Nachbarshaus aber lebte auch eine alte Frau. Die hatte keine Ruhe, bis sie erfahren hatte, woher die andere das Gold bekommen hatte. Sie ließ sich alles ganz genau erklären, nahm einen Sack, stopfte ihn voll mit trockenen Blättern und ging damit zur Höhle hinauf. Und tatsächlich saßen da wieder die 12 jungen Männer. Die alte Frau begann sogleich zu jammern. Oh, es ist so kalt draußen. Es wäre besser, es gäbe keinen Winter. Die 12 Männer schauten sich bedeutungsvoll an und schüttelten die Köpfe. Wie gefallen dir denn die anderen Jahreszeiten? Wollten sie wissen. Die sind auch nicht besser, klagte die Alte. Der März macht alle krank. Der April weiß nie, was er will. Der Mai macht allen Kopfschmerzen mit seinem Blumenduft. Im Juni sind die Nächte zu kurz. Juli und August sind zu heiß. Und im September wird es schon wieder kalt. Nein, eigentlich gefällt mir keiner der 12 Monate. Die jungen 12 Männer sagten nichts. Sie halfen der unzufriedenen Frau, den Sack auf die Schultern zu heben. Und diese lief so schnell sie konnte nach Hause. Als sie aber den Sack öffnete, fand sie darin nur dürre Blätter. Die 12 Monate hatten sie nach ihren Reden belohnt.